Ich habe sie nicht verkauft, aber so viel. Wir können aus den Lebenselixiere machen, vielleicht sind die sogar sinnvoll. Warum darf ich mich nicht rechtfertigen? Wir haben so viele rote Pilze, da kann ich die, die ich selber gefunden habe, auch selber verticken. Aber das sah nach mehr aus, als die du gefunden hast. Packt euch gut ein, Leute, morgen wird es schneien. Das waren einfach bloß, Benni, das waren einfach bloß sehr, sehr viele. Geh da weg, ich brauch Kohle. Geh da weg! Ich dachte, du brauchst schon längst, mein Gott. Ah, verdammt, nicht Goldbachen, sondern. Guck mal, ich habe nochmal Jade gefunden, da kannst du es wieder verschenken. Plum-Pudding, Wildpflaume, Weizenmehl und Zucker. Artischocke und Milch, ich kann Artischockendip machen. Nom, Artischocken. Bauernmahlzeit, Omelette und Pastinaken. Alter, Pastinaken, geh mir weg damit! Pastinaken! Radieschensalat. Du wirst niemals im echten Leben Pastinaken essen, du bist so traumatisiert davon. Tatsächlich wäre ich das wahrscheinlich wirklich nicht. Warum denn nicht? Klingt schon eklig. Ich mag sie nicht, aber vielleicht schmecken sie dir ja. Ich bin ziemlich mäklig und daher tippe ich mal auf Nein. Na, aber sie schmecken so wie so eine Mischung aus. Wenn du mit Süßkartoffel anfängst, ist schon vorbei. Also sie sind auf jeden Fall süß. Nee. Sag bloß. Aber keine Süßkartoffeln, mehr so ein bisschen karottig. Boah, süße Karotte ist doch ekelhaft. Ich hasse Karotten schon gekocht, weil sie so süß sind. Ja, oder ich mag sie nicht so, ich hasse es, ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich mag sie nicht so gerne. Ja, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich, ich gebe es zu. Also ich esse lieber rohe Kartoffeln als gekochte Karotten, nicht Kartoffeln. Ja, das ist bei mir aber auch so. Also Karotten mag ich auch nicht, wenn sie gekocht sind. Bock, 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 meine kleinen Händchen. Bock, 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 bock. Ich muss mir das jetzt aufschreiben, ey, bei dem ganzen Gequatsche hier, da komme ich total durcheinander. Bock, 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 bock. Was du machen wolltest. Naja, was ich. Im Hintergrund nervt so ein bisschen, ne? Bock, 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 bock. Es passt zwar sehr gut zu Ben, aber. Bock, 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 bock. Wir können beide gleichzeitig in die gleiche Truhe gehen, oder stehst du da? Nein, ich stehe dort bloß blöd rum und guck halt in meiner Brille rum. Verstehe. Ja. Wo sind denn eigentlich, haben wir irgendwo noch gefrorene Tränen? Ja, da ist noch eine. Perfekt. Dann wische ich jetzt gleich nochmal zum. Eine Nautilus-Muschel, wenn die irgendjemand mal irgendwo sieht, bitte mitnehmen. Ich habe übrigens noch Preiselbeerwein, ne? Den, also du könntest Wein abgeben. Ja, ne, ich habe mir schon Edelwein genommen. Achso. Alles Wein okay. Eine Nautilusmuschel habe ich auch. Hier rechts in dem Ding neben dir ist eine Nautilusmuschel. Hier. Rechts unten. Ich muss so machen. Bürgermeister-Shorts. Ah, cool. Oh, wo waren denn die Shorts vom Bürgermeister? Die haben wir doch schon gesehen, oder? Ach nee, das war bei ja Mani im Haus. Wir sind mit Mani befreundet. Okay, Kuhvergnügen. Amaranth. Haben wir noch Amaranth? Keine Ahnung. Wir haben. Amaranth. Papa da, da. Warte, hatte Dude da? Das ist was anderes. Warte, hatte Dude da. Warte, hatte Dude da. Muss ich nicht noch machen. Ich lasse eine Regenbogenmuschel in einer Kassette bei den Zügen. Ich habe keine Regenbogenmuschel. Fange einen Tintenfisch. Bringe Willi einen Tintenfisch. Ich muss wie einen Tintenfisch bringen. Tada! Zu welcher Jahreszeit gab es die denn? Tintenfische? Winter. Nein, die Regenbogenmuscheln. Weiß ich nicht. Kann ich dir dann gleich sagen. Nein, sogar direkt Goldtintenfisch für Willi hier. Ich muss überlegen. Also es ist ja schön für dich, dass du gerade keine Musik bei dir hast, aber ich hab Musik. Warum hast du Musik? Sommer. Zum Spiel. Abigail, ich hab Maissaft für dich, extra für dich gemacht. So, ich darf dir nichts schenken, ne? Irgendwie hat's gehört. Ja, im Sommer kriegen wir hier Regenbogenmuschel. Aushilfe gesucht. Du magst bestimmt Alkohol. What? Sandy will einen Eisenbachen unter ihr Kissen legen. Bei mir. Die haben so eine Reihe Methoden. Die eine will Diamant ans Gesicht legen, die andere unter das Kopfkissen Eisen. Und das mit der Kartoffel weiß ich bis heute nicht, was die da wollte mit. Danke, das ist cool. Haley. Weil Frauen Kartoffeln brauchen. Da gab's irgendjemanden. Das ist für mich fabelhaft. Brauchst du etwas? Nein, ich brauche nichts, aber ich schenke dir einen Diamanten. Da gibt's einen Witz auf Arbeit in so einer PowerPoint-Präsentation. Da geht eine Nonne zum Arzt und sagt zum Arzt so: Hier, ich. Aus meiner Mumu kommen die ganze Zeit Briefmarken raus, da guckt der Arzt so rein und siehst du so Chiquita-Aufkleber. Ich weiß nicht, was ein Chiquita-Aufkleber ist, deswegen fällt mir wahrscheinlich der Witz. Der ist auf der Banane drauf. Gibt's Chiquita-Bananen? Ah.
Das ist das Witzige. Hab ich nie verstanden gehabt. Hm. Kennst du den Witz auch schon ein Weilchen? Eichenharz haben wir gewonnen. Haben wir mit Sicherheit auch in dem hellgrünen Ding eigentlich, was ich da reingetan habe. Ja, weil ich es nachgelesen habe. Das geht krass an Lumi. Meint er wieder über die Frösche? Wo ist denn der blöde Fischer jetzt? Man meint ja eigentlich jedes Mal über Frösche, wenn ich mit ihm rede. Stimmt, ich habe Dinge lange nicht mehr mit ihm nicht mehr geredet. Benni, hast du mir die Axt da gelassen? Nö. Wie kann ich heute sehr vielen Leuten was schenken? Warte mal, wer war denn Caroline? War die Mutter von der Abby, oder? Du kannst generell eigentlich allen Leuten was schenken. Mache ich ja die ganze Zeit schon. Die Mutter von der Abby war die Caroline, oder? Die mit dem grünen Haaren, ja. Oh, ich habe eine Sequenz. Mit wem? Mit der Blauhaarigen, die schläft gerade. Ach so, die Emily. Ja, der habe ich nämlich gestern ein Aquamarin geschenkt in Blau und dann war sie total happy und oh, das mag ich und sie träumt. Ach, ist das schön. Still sein, sie träumt. Was ich da bei ihr alles merken kann. Wow, sie ist auf einem Wolkenpalast und meditiert. Muiva. Das steht da. Kann nichts dafür. Ui, jetzt komme ich in ihren Traum. Und sie erschreckt sich. Du kannst was dafür. Warum bist du hier? Jetzt guckt sie mich blöd an. Oh, es kommen Regenbogen. Oh, das ist hübsch. Ui, ganz viele Regenbogen. Also eher so Regenstreifen, aber ich glaube, es soll ein Regenbogen sein. Regenstreifen? Ich würde gerade sagen, es kommt Musik, aber das war halt meine Waschmaschine. Benni, wenn du wissen willst, wo Abigail gerade langläuft, die kommt gerade runter zum Laden. Nee, Abigail, das sind mich nicht wie zum Fischer. An etwas. Selbst das kleinste, gewöhnlichste, simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Es ist ein Zeichen, haha. Haha. Und ich bin verschwunden. Linus hätte gern eine gefrorene Träne. Steht am Gemeinschaftsbrett. Bei mir nicht. Bei mir ist. Ich habe eine andere Quest. Hier? Da ist es. Inzwischen, okay. Da kommt ein bisschen Käse von uns. Kannst du mal bald deine Spitzhacke da reinlegen? So. Ja, ich pack das hier in die Mitte, mittlere Truhe. Ja. Super. Lumida hat etwas Besonderes. Unsere Schicksale werden sich kreuzen. Oh, vielleicht werde ich doch lesbisch. Weiß nicht, ist das überhaupt im Spiel? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, du kannst. Wir müssen so oben eine zu teilen. Ich glaube, es geht nie. Aber müssen wir ausprobieren. Okay, die Hayley passt sehr gut zu dir, Felix. Sie schläft gerne 10 Stunden. Ja, das ist doch bei mir. Eben, Benni schläft. Felix lang, schläft doch gar nicht so lang. Ach so, stimmt, ja. Sorry. Also nicht mehr. Ach. Menschen, die nicht lange schlafen, sind mir unsympathisch. Felix, geh weg. Ja, das kommt halt durch die, ne? Schichtarbeit. Schichtarbeit. Freunde, ja, Woche. Menschen, die arbeiten, sind mir unsympathisch. Geh weg, Felix. So, Sandy möchte in die Höhlen gerufen. Wie, Felix, du arbeitest? Ich kann nicht mehr mit dir aufnehmen. Tschüss. Warte, Caroline, warte. Ich habe einen Kürbis für dich. Der gammelt schon seit locker 3 Monaten bei uns in der Kiste rum. Ist ganz frisch. Also, du bist ganz frisch. Der Kürbis ist ganz frisch. Das ist ein gutes Exemplar. Abigail wird sehr, so glücklich sein, wenn sie ihn sieht. Danke, Lumida. Aber Kürbisse halten sich. Dass Abby mit der natürlichen Haarfarbe besser aussieht? Nein, denke ich nicht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Aber dafür kriegst du jetzt einen Wein. Komm hier. Komm hier. Lass auf dich anstoßen, alte Sau. Okay, perfekt. Wo ist Winnie der Fischer? Oh, wir haben Geld gekriegt. Wir haben jetzt Samstag, ne? Wir müssen jetzt morgen noch schnell allen Leuten was schenken, weil dann fängt die neue Woche an. Und wo ist Handy? Wir müssen das nicht minmaxen, Lumi, immer noch. Ich will's aber minmaxen. Ja, dann kannst du ja allen Leuten was schenken, aber ich glaube, langsam gehen uns die Geschenke aus. Oh, hier unten ist ja Sam. Ich will nee, Sebastian. Einlochen. Die Frösche sind im Winter nicht sehr glücklich. Mann, jetzt habe ich schon. Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich etwas hätte tun sollen, aber ich hab's vergessen. Ich habe Sebastian die Woche jetzt 2-mal ein Geschenk geschenkt, das er liebt und hat nur 2 Herzen. Oh, ne, aber der Mann will ein bisschen stärker umschwirrt werden. Muss ein bisschen Ehrgeiz zeigen. Aber ich glaube, bei 2 Herzen mögen die schon relativ gut.
Ja, aber das ist nicht so einfach wie jeder andere Mann. Da musst du schon ein bisschen Engagement zeigen. Das macht ihn ja wieder sympathisch. Das ist so langweilig, wenn Männer sofort auf einen anspringen. Sofort auf den Schoß. Da lacht er dreckig. Nee, die Frauen springen ja auf den Schoß normalerweise. Ja, aber... Da ist er doch, der Willi. Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Heimstädter, 250.000 Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Wenn die Stimme sollte man ja, echt mal irgendwie... Wenn alle Seen und Flüsse zugefroren sind, dann sollte man anfangen zu angeln. Bennys Stimme sollte man trotzdem irgendwie mal aufnehmen und einrahmen für die Ewigkeit. Einfach wer ist denn Sandy? Stimmt. Sandy, ja, zu der muss ich auch jetzt eine Höhlenkarotte bringen. Warte mal, wer war das? Das ist Lea? Was, wer? Sandy? Warte mal, du kannst auch nachgucken bei deiner Freundin. Gibt's nicht. Doch? Sandy gibt's nicht. Muss? Aber ich glaube, das ist die in der Wüste, oder? Kann das sein? Ja, das kann sein. Das ist ja, ist sie auch. Sein. Ich hab die übrigens, weil du hast anscheinend mit ihr nicht geredet. Da könnt ihr übrigens vorbeigehen und gleich nach dem Schatz gucken, der dort. Ach so, der da vergraben ist. Ja, aber genau. Warum will die eine Eisenbahn haben, ey? Was? Warum will die eine Eisenbahn haben, hab ich gesagt. Achso, ich dachte, wir brauchen Eisenbahn. Bei mir will sie eine Höhlenkarotte. Das ist eine komische Kombination. Was macht eine Frau mit einem Eisenbahn und einer Höhlenkarotte? Ich meine, sie ist nicht MacGyver. Ja, vielleicht als Frau schon. Mrs. Guyver. Glaube ich nicht. Benny, ich merke gerade, wie bescheuert deine Spitzhacke geht. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dich auch noch nie geupgradet. Oh, es geht. Wo machst du rum, Felix? Hm? Wo machst du rum? Mit wem machst du rum, Felix? Ich bin schon, ich bin schon wieder in der Mine. Ich habe mir Benny seine... War ich auch. Hätten wir uns potenziell treffen können. Ja, hätten. Ich brauche auch eine Bündeltier. Aber wir brauchen ich hier... Ich habe gerade einen indischen Glaswelt aus dem Geist bekommen. What? Großes Ei und ein Entenei. Wo krieg ich ein Entenei her? Brauchen wir Enten für. Dann kriegst du Enteneier. Lumi, ich brauche eine gefrorene Geode für... Ja, dann hol dir halt eine gefrorene Geode. Ja, eben. Für... Na? Oh, das Gemeinschaftszentrum. Gotteslachs, Katzenfisch, Blaubarsch, Tigerforelle. Haben wir die nicht alle? Gotteslachs, Katzenfisch, Blaubarsch, Tigerforelle. Du bist der Fischexperte. Ich hab mich da noch nie drum gekümmert. Ich habe schon Buntbarsch im Gepäck. Blaubarsch haben wir, glaube ich, nie. Blaubarsch haben wir. Also Ben ist fürs Farmen und fürs Fischen zuständig. Felix macht die Mine und die Geoden und ich mache irgendwie nichts. Das ist die Arbeitsteilung. Finde ich nicht. Doch, du machst Semi-Dinge. Du bist, wie hieß das Wort? Ich mache von allem etwas, in between. Multitasking. Multitasking wäre, wenn ich alles gleichzeitig mache, aber das mache ich ja nun auch nicht. Tigerforelle. Ah, ich hasse studiert, da habe ich das schon mal erwähnt. Bloß weil man dich dazu anleitet, die Wörter richtig zu benutzen, die es in unserer schönen Sprache gibt. Ja. Gotteslachs, Katzenfisch. Das reicht schon. So. Einen Katzenfisch habe ich nicht. Es fühlt sich so total ungewohnt an zu streamen und null Zuschauer zu haben. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Du hast ja was falsch gemacht, du streamst Stardew Valley. Da steckt leider viel Wahres drin, aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Ja, ich gebe dir recht. Also. Außerdem hast du vielleicht ja Zuschauer und die schreiben nur nichts. Nee, es steht ja null Zuschauer da. Also. Das ist natürlich bitter. Ich hab noch eine geheime. Das zieht total meinen Schnitt runter, Mann. Ich hätte fast so 6,0 geschafft. Ich hab wieder so ein altes Familienfoto von der Form unten. Ich sollte vielleicht mal ins Bett gehen, gell? Ich habe heute meinen Zuschauerrekord geknackt. Wie viel hattest du? 12 im Durchschnitt heute Vormittag. Wow, das ist geil. Aber ich habe auch ungefähr 20 Minuten, nachdem ich angefangen habe, einen Host mit 16 Leuten gekriegt, aber die konnte ich wohl ganz gut halten. Nice. Obwohl es nicht das gleiche Spiel war. Ich bin schon längst im Bett. Okay, cool. Also zu welchem Schnitt hatte ich noch nie? Ich glaube, der höchste Schnitt war
7 oder 8. Und dann war einer nochmal drüber, der aber nicht gilt, weil ich ja, glaube ich, von irgendeinem Bot gehostet wurde. Mit Ach so, weil du irgendwie 80 Zuschauer hattest oder sowas. 160. Ich bin gerade mit einem Goldklumpen ins Bett gegangen und konnte nicht ins Bett gehen, muss nochmal raus. Ich gehe auch immer mit einem Goldklumpen ins Bett. Komisches Brötchen. So heiß. Oh, Gold. Eigentlich müsste man ja sagen, mit einem Nugget. Achso, das Goldklumpen hast du ein Loch reingeboren? Damit es schön kuschelig ist. Was geboren? Ein Loch? Geboren. Du hast gerade geboren gesagt. Geboren. Geboren. Ja. Hast du reingebärt. Genau. Die Königin der Soßen. Schokoladentote, gibt es einen besseren Weg, diesen kalten Winterchen zu verbringen, als sich durch einen üppigen Berg an Schokolade zu buddeln? Mit meiner Hilfe bist du auf dem besten Weg, die feinste Torte zu schaffen, die du je gesehen hast. Also, du brauchst erstmal eine ganze Menge Zucker. Hier gibt es ein Rezept von Shane. Ich kriege ja das Rezept komisches Brötchen. Es klingt interessant, lass es mich probieren, wenn du es überlebt hast. Na, das ist komisches ja, Brötchen haben wir gerade verkauft. Ja, das ist ein Artefakt gewesen. Ah, und eine Pastinakensuppe von der Caroline bekomme ich. Ja, schön. Achso, du sollst heute schneien, ne? Ab morgen dockt eine reisende Händlerflotte in Pelikan an. Sie kommt zum jährlichen Nachtmarkt, gibt's. Der beginnt um 17 Uhr und läuft die nächsten 3 Tage. Es gibt Gratis-Kaffee. Also die nächsten 3 Tage ist Nachtmarkt. Jetzt brauchen wir diese Meerjungfrauencode. Den tue ich dann gleich mal googeln. Meerjungfrauencode? Ja, erkläre ich euch. Aber warum müssen denn Meerjungfrauen Kacke haben? Was? Kacke? Oh, Ben. Was? Ja, Ben. Der war Kacke. Zu flach. Der war richtig flach. Der war einfach zu flach. Ich fand ihn sehr passend. Und ich weiß nicht, ob darf Felix das jetzt googeln oder ist es irgendwas? Wir haben das doch schon bekommen, tatsächlich. Wir hatten die schon. Wir haben es uns bloß nicht aufgeschrieben, weil wir gesagt haben, jetzt können wir ja diese Notiz googeln. Okay. Eigentlich wollen wir es uns aufschreiben, oder? Ja, hier Händlerflotte. Morgen, ne? Weiß ich gerade nicht, aber morgen. Ist Sonntag eigentlich dann der neue Tag, die neue Woche? Nee, Montag. Bei manchen Leuten ist auch Sonntag der Wochenanfang. Was für Leute ist denn sonntags der Wochenanfang? Ich glaube, bei den Amerikanern zum Beispiel ist Sonntag üblicherweise der Wochenanfang. Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Am letzten Tag soll man ruhen. Oder frag mich nicht. Bei Amerikanern so. Oder einfach Buße tun. Aber denn ihre Kalender sind halt auch immer entsprechend geschrieben. Das ist doch totaler Bullshit. Ja! Benny, du kriegst deine Spitzhacke zurück. Achso, ich muss heute in die Wüste fahren tatsächlich, wenn ich... Ich glaube, dann werde ich jetzt deinen in Anspruch nehmen. Geil, wenn man eine Kupfer... wenn ich 10 Spitzhacken mit habe, nimmt das die am wenigsten gecraftete und wählt die als zu aufwerten aus. Kannst auch mit Ben seine aufwerten. Ja. Meine danach auf. Ja, werd mal am Ben seine auf und dann werd ich meine auf. Ich muss aber erst nochmal zurück und Kupfer holen. Mach du erstmal deine. Ja, aber nee, dann muss ich ja mit Bens Drecksding da rumlaufen. Und wenn wir seins danke schön. Und wenn wir seins aufwerten, dann ist seins so stark wie meins und dann ist es ja egal, ob ich meins abgib oder seins. Wir brauchen noch einen Glasaugenbarsch. Früher oder später sollten wir eh alle geupdatet haben, oder? Ja. Also außer Fisch. Sagt jetzt, der will überhaupt nicht in die Mine gehen. Oh, Sandfisch und Waldspringer, ich kann das sogar abgeben. Dann wäre es nämlich ausgeschlossen Geld. Nee, wäre es nicht. Also vor allen Dingen bei der Wüstenmine sollten wir vielleicht irgendwann auch mal zu dritt hingehen, weil die ja schon nicht ganz einfach ist, auch zu zweit, ne? Forellenbarsch. Stör. Muss man Ben halt mal irgendwann irgendwie mit einer Leine dahin zerren. Was? Ihr werdet da wohl zu zweit die Mine hinkriegen, wenn man die sonst einzeln spielen soll. Ja. Die ist nicht so ohne. Aber man spielt die doch sonst alleine. Ja, und da bin ich auch nie weit gekommen. Deswegen habe ich mich schon darauf gefreut, den Multiplayer mal zu spielen. Ja, ihr seid doch zu zweit. Ja, aber zu dritt ist halt geiler als zu zweit. Eben, einer kann das Zeug abwehren, der andere kann die Leiter suchen, weil das dort drinnen nämlich gar nicht so einfach ist. Du findest nie einfach einen Leiter. Ja. Einen Leiter. Ne, Leiter und die Mumie. Den Arbeitsleiter findest du halt einfach nie. Die versteckt sich aber. Die sind auch nicht so einfach, Benny. Die kannst du zerschlagen, aber die stehen wieder auf. Was denn los? Da ist aber jemand mittendrin schon nur dabei. What the fuck, ey. Ich könnte. Ich bin mit 8 Leben aus der Mine rausgekommen. Mitten im Kampf bin ich weggerannt. Ich würde sagen, man könnte diesen Ton so ausschneiden und über ein anderes Video legen und es würde komplett Sinn ergeben. Also, ich stöhne anders, wenn ich Spaß habe, ja.
Ja, aber andere Leute nicht. Das ist seltsam. Also, wirklich seltsam. Wer stöhnt denn so? Hunde? Oh cool, wir könnten wahrscheinlich... Nee, ich hatte schon eine Freundin, die so dabei war. Ernsthaft? Jupp. Die macht... Hallo Ben, Eisenbahn, genau was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier ist etwas für deine Mühen. Ah, Tintenfisch gibt's jetzt, gell? Aber Tintenfisch ist schwer. Ich hab genau noch einen Tintenfisch, ja. Nee, es ging darum, dass ich einen fangen soll. Den gibt's jetzt, ne? Abends, ja. Wo? Abends im Ozean. Okay. Also nicht zu spät abends, aber gegen Abend. Aber schwer zu kriegen wahrscheinlich, ne? Ist relativ schwer, ja. So, soll ich jetzt Benni seine Aufwerten gehen? Ja. Wehrt mich auf. Haus raus. Genau, Benni. Genau. Ich tue derweil erstmal wieder hier Palmen. Palmen? Palmen umsensen. Der einen Palmen? Ich wedel mir die Palme, ja. Noch ein verlorenes Buch gefunden, ey Mensch. Ich muss mal irgendwann wieder lesen gehen hier, aber lesen ist immer so anstrengend. Ja, sag ich auch immer. Als minder qualifizierter von euch, deswegen gucke ich mir lieben gern. Der Qualifizierte. Ja klar. Alter. Als ob irgendjemand, der deine Ausbildung gemacht hat, minder qualifiziert benutzen würde. Unterqualifiziert, Alter. Ja, ganz im Ernst, ob du so einen krassen Unterschied machen würdest, ob du jetzt studiert hast oder nicht. Ja. Doch, finde ich schon. Also ich finde schon, ja. Das sollte man in den Linien ziehen, ja? Die sollte nie überschritten werden. Mach einen Unterschied. Wir jetzt eine Zweiklassengesellschaft auf, ja. Ja, sowieso. Felix darf ab jetzt nichts mehr bestimmen, nichts mehr sagen, weil sein Intelligenzquotient ja deutlich... Er darf nur noch ausführen. Intelligenzquotient zu tun, das hat ja nur mit der Bildungsstufe zu tun. Das ist Leas Schrift. Meine Vorstellung eines perfekten Essens wäre Salat, Ziegenkäse, Trüffel und Wein. Zum Nachtisch bräuchte ich noch einen Mohnmuffin. Lecker. Wenn mir das jemand geben würde, wäre ich hin und weg. Oh, ein Mohnmuffin. Und weg. Muffin hätte ich jetzt auch gerne. Aber Salat, Ziegenkäse... Oh, Ziegenkäse, Trüffel und Salat ist eine geile und Geschichte. Wein. Also Lea mag wahrscheinlich Wein. Oh, gebackenen Ziegenkäse. Oh, das boah, Alter. Das ist sowas, man kannst du mich halt jagen, ne? Gebackenen Ziegenkäse? Ja, Ziegenkäse generell ist nicht meins. Was ist los mit dir? Ich mag nur diesen Pseudo-Ziegenkäse, der so ein bisschen leicht salzig eingelegt ist. Das ist Pseudo-Schafkäse und kein Pseudo-Ziegenkäse. Pseudo-Ziegenkäse gibt's nicht. Ziegenkäse, ja, Ziegenkäse stinkt immer so übel und ist so arg kräftig. Schmeckt wie Ziege, ist einfach geil. Das ist Ziegen mag ich bin nicht so geil auf Ziegen. Nee, das war ein Schaf. Sag mal, freuen die sich eigentlich, wenn sie sagen, ach du meine Güte, bist du sicher? Ich denke schon, ja. Das klingt so, ach du meine Güte, bist du sicher? Ja. Nee, das war ziemlich schwul jetzt. Ja, das war sowas geben. Ach du meine Güte, meinst du das sicher? Kannst du mir sowas schenken? Sowas Tolles, ja. So, was habe ich die Wüste wieder leer geholzt? Eindeutiger. Was? Ich habe gesagt, das ist cool. Danke. Das finde ich viel eindeutiger als, ach du meine Güte, bist du sicher? Ach, das war doch trotzdem nett gemeint. Nett. Also irgendwie an manchen Leuten habe ich das Gefühl, den kann ich dreimal was schenken. Siehst du aber, ob du schon was geschenkt hast in der Übersicht, ne? Wir brauchen ein Glas Augenbrauen. Hier gibt es ein Dinosaurier-Skelett in der Wüste. Ach, du hast recht, der Sonntag ist wieder als neue Woche. Bist du gerade in der Wüste, Ben? Ja. Ben. Geh mal nach unten, also nach unten auf die Höhe, wo der Laden ist. Ja, bin ich. Auf rechts davon, also auf die rechte Seite von der Map quasi. Ja. Und dann muss unten irgendwo eine Bank sein. Rechts davon. Eine Bank. Ja, rechts auf der Map. Ich mute euch mal kurz, ich habe eine Sequenz. Ja, wenn du aus dem Bus rausgehst, ich habe die Bank. Und nach rechts, genau. Und links von der Bank muss eine Klippe sein. Ja. Und dort musst du mal mit. Hast du eine Hacke oder so mit? Ja. Hau da mal drauf. Kann ich nicht. Also habe ich gerade, aber da passiert nichts. Spitzhacke links von... oder Hacke? Spitzhacke habe ich nicht mit. Die hast du gerade noch gehabt. Und die normale Hacke funktioniert nicht. Also die Buddelhacke halt. Ja, sonst warten wir mal bis, Lumi ist ja gerade in einer eigenen Sequenz. Naja, dann mache ich es irgendwann. Also ich habe jetzt hier rumgebuddelt, ich finde hier nichts. Okay, dann, pass ab. Kannst du auch im Stream dir angucken, wo ich gebuddelt habe. Ja, passt schon. Ich überprüfe das jetzt nie, Stasi-Mitarbeiter bin ich noch nicht. Wieso nicht? Soll ich doch das werden? Das ist eine Karriereoption.
Ja, IM, ne? Ja, inoffizieller Mitarbeiter. Oder einfach interner Mitarbeiter. Nee, nee, inoffizieller war das. Es wurde so ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Ja. Für alle, die jetzt zuhören. Gehen wir nach unten, gucken, ob ich diesen... Ich glaube, das geht erst mit Iridium dann. Ob ich diesen Meteoriten schon kaputt habe. Vor allen Dingen, ja, hier, Sonntag ist ja doch eine neue Woche. Hey, cool, mit der Goldspitzhacke geht's. Was kommt raus? Iridium-Erz 6 mal 2 Geoden und 6 Steine. Aua. Also ein bisschen Iridium, 2 Geoden. Ich glaube, als nächstes hole ich mir erstmal ein neues Holz, neues Schwert hier. Das geht mir hart auf den Keks. Kann ich dir ein gutes holen, wenn du möchtest? Warte, ich mach schon auf den Weg. Kannst du auch machen. Oh, wir haben hier wieder Stoff. Das ist natürlich cool. Ich pack das zu den anderen in der Tiersache, den Stoff. Ich wollte eh nach oben was gucken bei der. Also hat irgendjemand über, um die Tiere gekümmert? Nein. Merke ich. Du warst doch dafür verantwortlich. Ey, ihr geht mir hart auf den Keks mit. Du musst das doch machen. Wieso muss ich denn hier alles machen? Ich muss die Sachen pflanzen, ich muss die Sachen gießen, ich muss die Tiere versorgen. Wieso musst du gießen? Ja, die, okay, aktuell nicht, aber sobald wieder was zu tun ist, muss ich gießen. Warum? Wir haben doch die Sprengkraft. Nee, aber die funktionieren ja nicht komplett, außerdem muss ich ja trotzdem die ganze Sache erstmal anlegen. Wir müssen die Sprinkler so anordnen, dass es komplett geht. Ich schaffe das dann im Einzelspieler auch, dass ich nicht mehr gießen muss. Machen alles die Sprinkler? Wir müssen ja die Sache auch neu anlegen, das war auch meine Aufgabe, wo wir jetzt neue gesät haben und so. Wird Lumi dazu halt verpflichtet? Lumi, ist wieder da. Lumi, du machst nichts, hast du ja gesagt, ne? Reicht, wenn sie sich um die Tiere kümmert. Was Lumi, du kümmerst dich ab heute um die Tiere. Okay. Denn der Facharbeiter hat gesprochen. Facharbeit abgesprochen, wenn ich nicht da bin. Sowas nennt sich fair, ja? Ja. Sowas nennt Demokratie. Den Tintenfisch gibt's unten im Meer, ja? Wir haben noch einen Tintenfisch. Ja, ich muss aber einen angeln, ich habe eine Quest. Aber du musst ihn bloß abgeben. Nein, ich muss sie angeln. Da steht, du musst bloß einen abgeben. Das steht zwar in der Quest, du müsstest den angeln, aber du kannst sie einfach nur abgeben. Aber wenn du den doch... Benny? Na, jetzt komm. Benny. Machen wir es so, du kriegst meine Obsidian-Schneide. Ich schon auf dem Weg. Ich kann Kokosnuss einlegen. Benny? Du kannst mir irgendein besseres Schwert geben. Ich habe ein Holzschwert. Ja, kann ich nämlich ein richtig gutes Schwert kaufen. Ja, da kann ich dann in die... Ja, aber da brauchen wir noch 5000. Was habt ihr denn jetzt gefunden in der Wüste? Ich habe nur Sachen umgeholzt. Okay. Und wir haben nichts gefunden. Ich hatte gerade eine sehr schöne Sequenz mit Sebastian. Ich mag ihn, glaube ich, doch. Und er ist nervig, sagt er. Boah, das finde ich aber jetzt frech, ja? Das finde ich auch frech. Abigail ist ein ganz tolles Seele. Er hat es nicht so direkt gesagt. Er hat gesagt, also dass er arbeitet und dann meint seine Mutter zu ihm von wegen, ja, die sucht dich. Und dann hat er gesagt, ja, hast du ihr nicht gesagt, dass ich arbeite? Und dann hat sie wohl gesagt, ja, ich weiß, dass er arbeitet, aber ich komme heute trotzdem nochmal vorbei. Also Abigail hat trotzdem... Abigail schon auf Sebastian, finde ich aber jetzt auch frech. Was? Dass Abigail nach Sebastian suchte, macht mir schon ein bisschen eifersüchtig hier. Das ist meine Abigail. Ja, Abigail sucht das? Sebastian. Und Sebastian ist gar nicht so jung, der arbeitet schon als Programmierer. Hey, das kannst du aber auch mit 15. Scheißfrisur. Kannst du auch mit 15 als Programmierer arbeiten. Und er bedauert, dass er nicht studieren gegangen ist. Nein, aber tut er nicht wirklich. Also er sagt, wenn er studieren gehen würde, dann würde er voll viel Geld verdienen. Aber ihm ist es wichtiger, nicht Teil des Kommerzes zu sein. Das macht ihn ja ganz sympathisch. Hier ist ein Licht. Warum ist hier ein Licht? Tatsächlich ist das aber eigentlich ein bisschen unrealistisch, weil jemand, der gut programmieren kann, da ist es nach ungefähr 2 Jahren egal, ob der studiert oder nicht. Ja, er arbeitet ja dran. Vielleicht ist er noch nicht so jung, so alt. Warum ist er? Du hast gerade gesagt, der ist nicht so jung. Ja, aber kann ja auch sein, dass er jetzt irgendwie 22 ist und jetzt erst angefangen hat mit dem Programmieren. Ich gehe schlafen. Also hier ist ein Licht am Strand und ich weiß nicht warum. Weil ich jetzt Schokolade esse. Ach, du weißt nicht warum, ne? Weil heute der Nachtmarkt ist. Ha, ja. Nein, der Nachtmarkt ist morgen. Nein, der war heute. Beginnt um 17 Uhr. Wo denn bitte? Unten, ganz unten an der Anlegestelle. So, ich bin jetzt erstmal pennen. Ja, da war ich, aber da ist nichts. Der ist morgen. Okay, morgen dann. Und die nächsten 3 Tage. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin auch am Schlafen. Und ich will auch Schokolade. Dann hol dir Schokolade. Ich habe sogar noch Milka Kuhflecken. Ach, die mag ich eh nicht. Das ist die beste Schokolade. Vor allem, die magst du eh nicht. Warum nicht? Was ist an der Schokolade falsch? Die 5% an heller Schokolade? Ernsthaft? Ja, nee, mehr so
ich weiß nicht, so richtige, also nicht die, also ich mag brauner Schokolade. Sie darf nicht schwarz sein und weiß mag ich eigentlich auch nicht so. Also voll nicht. So mit Nüssen drin oder so crispy. Ey, du bringst mich gerade voll auf. Warum habt ihr jetzt, habt ihr unser Dino-Ei verkauft? Warum habt ihr ein Dino-Ei verkauft? Weil das als Artefakt schon da war. Achso, ich denke, das hat man nicht. Wie ist das vorher noch? Dann.